Hallo, hier Richard Filz. Du möchtest deine rhythmischen Fähigkeiten verbessern, mehr rhythmische Sicherheit, Stabilität und Flexibilität erlangen? Complete Rhythm Method führt dich zielsicher Schritt für Schritt von A nach B. Von den ersten Pulsübungen bis zu den größten rhythmischen Herausforderungen. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Rhythmus-Workout dreht sich alles um die 16. Offbeats und um die punktierte Achtel. Klingt gefährlich? Ist es vielleicht auch. Bitte sprecht mit mir die 16. Silbenfolge. Ta, na, ki, te. Ta, na, ki, te. Ta, na, ki, te. Ta, na, ki, te. Ta, das Tippen dazu nehmen. Silbe na betonen. Ta, na, ki, te, 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 ta, na, ki, te. Silbe T betonen. Ta, na, ki, te, ta, na, te, ta, na, ki, te, ta, na, te, ta, na, ki, te, ta, na, ki, te, ta, na, ki, te. Atmen und wir sprechen wieder an. Ta, na, ki, te, ta, na, ki, te, ta. Und wir klatschen gleichzeitig mit Silbe Na und T. Ta, na, ki, te, 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 ta, na, ki, te. Stimme weglassen. Wir klatschen gerade die sogenannten 16. Offbeats. Fantastisch! Die Silbe Na, Ta, Na ist die zweite 16. Position. Die T, die Silbe T, ist die vierte 16. Position. Die zweite und die vierte 16. Position nennt man 16. Offbeats. Zur Notation der 16. Offbeats brauchen wir neu die 16. Pause und die sieht so aus. Wir üben den Wechsel von Achtel und 16. Offbeats. Dazu haben wir eine sehr gefährliche Musik. Puls der Musik aufnehmen. Wir sprechen die Rhythmen und los geht's. Ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, na, ki, ta, na, ki, ta, na, ki, ta, na, ki, ta, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta. Wir nehmen das Tippen dazu. Klatschen. Ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, na, ki, te, na, te, na, te, na, ta, 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 ki, ta, ki, ta, na, te, na, te. Sprechen weglassen. Wir sprechen wieder. Ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, na, ki, ta, ta, na, ki, ta, ta, na, ki, ta, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, na, ki, ta, ta, ki, ta, ta. Wir klatschen wieder. Ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, na, ki, ta, ta, na, ki, ta, ta, na, ki, ta, ta, na, ki, ta, ta, ki, ta, ki, ta. Fantastisch! Vielen Dank fürs nicht schneller werden. Die nächste Rhythmusübung beinhaltet die punktierte Achtel und sieht so aus. Wir haben eine punktierte Achtel, eine Sechzehntel, eine punktierte Achtel, eine Sechzehntel. Bitte spielt mit mir den Bodycode Sechzehntel. Wenn es geht, nehmen wir das Tippen dazu. Die punktierte Achtel wird 3 Sechzehntel lang gehalten. Und das Ganze geht so. 1, 2, los geht's. Und ta, 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 ta,
Titta, 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 Titta. Fantastisch! Weiter geht es mit Rhythmusleseübungen, die genau diese Rhythmen enthalten. Hier das nächste Lesebeispiel. Und wenn ihr dieses Beispiel seht, werdet ihr euch denken, oh mein Gott. Damit habt ihr vielleicht recht. Aber wir schauen uns vielleicht zuvor die Takte im Einzelnen an. Takt 1. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Nochmal 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Takt Nummer 2. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Takt Nummer 3. Oh mein Gott. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Vier nochmal. 1 und 2 und 3 und 4. Takt Nummer 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Nochmal. 1 und 2 und 3 und 4. Wir üben das Ganze mit Musik. Viel Glück. Wo ist die Musik aufnehmen? Wir starten mit dem Zählen. Und los geht's. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Wir klatschen dazu. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Nochmal. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Wir gehen zu Brubalos raus über. Singen die Übung mit dem Rhythmus. Durchatmen. Achtung. Eins, zwei. Los geht's. Ta, ki, ta, ki. Na, te, ta. Na, ki, te. Na, ki, te. Ta, ki, ta, ki, te. Na, na. Na, ki, ta. Ta, ki, ta, ki, ta, na. Ta, nochmal. Ta, ki, ta, ki. Na, te, ta. Na, ki, te. Na, ki, te. Ta, ki, ta, ki, te. Na, na. Na, ki, ta. Ta, na, ki, ta, ki, ta, na, te, ta. Fantastisch! Weiter geht es mit einer Leseübung im Dreivierteltakt. Das Notenbild schaut wieder fantastisch aus. Wir besprechen Takt für Takt. Takt Nummer 1. 1 und 2, 3 und 1 und 2, 3 und 1 und 2, 3 und. Takt Nummer 2. 1 und 2 und 3, 1 und 2 und 3, 1 und 2 und 3. Takt Nummer 3. 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und. Takt Nummer 4. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Eine Duole. 1, 2 und 3. Takt Nummer 5. 1 und 2 und 3. Und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und. Takt Nummer 6. 1 und 2 und 3.
Eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei. Takt Nummer 7. Eins und zwei und drei. Und 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 der letzte Takt, Takt Nummer 8. Eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei. Bereit? Los geht's. Cowbell bitte. Puls aufnehmen. Schön langsames Tempo. Eins, zwei und los. Eins und zwei. Drei und eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei und eins, zwei und drei. Eins und zwei und drei und eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei und eins und zwei und drei. Nochmal. Eins und zwei. Drei und eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei und eins, zwei und drei. Eins und zwei und drei und eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei und eins und zwei und drei. Fantastisch! Mehr Rhythmusübungen und Rhythmuslesungen mit 16 Offbeats und punktierten Achteln findest du in Complete Rhythm Method Level 1. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.